Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check. Wie im letzten Video schon versprochen, werden wir uns heute mal einem Rechner von One.de widmen. Und zwar direkt auf der Startseite. Ich bin wirklich nur auf PC-System und dann auf Gaming gegangen. Ist direkt der erste hier, den habe ich mir rausgesucht. Das ist der One Gaming PC Ultra Lit AR01. Dieses Ultra Lit, also das Ultra haben sie dabei gedichtet, das Lit, das kommt von dem Gehäuse. Da kommen wir aber auch noch später zu. Wir starten jetzt einfach mal. Ihr kennt das Programm ja schon. Wir gehen jetzt alle Komponenten einmal durch und dann schauen wir, ob sich das überhaupt lohnt. So, hier haben wir noch schon, also One Gaming PC Ultra Lit AR01. Das Schöne, das muss ich vorweg sagen, die haben hier unten wirklich jede Hardware-Komponente aufgeschlüsselt. Man weiß genau, was man bekommt. Was nicht so schön ist, es ist natürlich wieder ein Beispielbild. Hier unten steht auch, Abbildungen können von der gewählten Konfiguration abweichen. Hier ist zum Beispiel viermal RAM verbaut. Das dürfte, wenn mich nicht alles täuscht, der Corsair RGB Pro sein. Den verbauen die aber nicht. Das heißt, dieses Bild stimmt schon mal nicht, aber gut, sie schreiben es unten dabei. Ich hoffe nur, keiner kauft nach Bild, weil er findet RGB, das hier ist toll und dann nimmt er das. Wir gehen das jetzt einzeln durch. Prozessor AMD Ryzen 5 3500X. Ich wusste bis dato gar nicht, dass es den überhaupt gibt. Und jetzt weiß ich auch warum. Und zwar ist das ein 6-Kern-Prozessor und hat nicht 12 Threads, wie man das kennt. Im Task Manager habt ihr das dann stehen, wie viele Kerne das System wirklich beladen kann. Und hier haben wir wirklich nur 6. Hätten sie den 3600X genommen, hättet ihr 12. Der kostet 50, 60 Euro mehr. Und das ist auch, muss ich dazu sagen, schon der Bottleneck an dem ganzen System. Die Grafikkarte ist es nicht, die SSD auch nicht. Es wird der Prozessor sein. Der Prozessor kostet 138 Euro bei Mindfactory. Hier ist er auch als Tray, weil die haben nicht den Stocklüfter genommen, der normalerweise dabei ist, sondern einen noch billigeren Lüfter. Wahrscheinlich ist es für die selber auch billiger gekommen, den zu verbauen. Kommen wir aber gleich auch noch zu. Das Gehäuse soll ein Charcoon RGB Lit 100 mit Seitenfenster sein, daher auch der Name. Ich habe das Gehäuse gesucht, ich habe es auch gefunden, allerdings nicht bei Mindfactory. Es kostet, glaube ich, so 62 Euro rum. Wir nehmen jetzt mal ein anderes, was noch ein bisschen teurer ist, damit wir in der Konfiguration gut mit dem Preis so hinkommen. Ich habe jetzt einfach das Charcoon TG5 Pro RGB genommen. Kostet 84 Euro. Das packen wir direkt in den Warenkorb und dann schauen wir jetzt mal direkt weiter. Das Mainboard ist ein ASRock B450M Pro 4-F. Problem dabei, habe ich in den letzten Videos schon gesagt, B450 Chipsatz ist, ja, vielleicht nicht veraltet, aber es ist halt ein günstiger Chipsatz und man muss vorher natürlich ein BIOS-Update machen, bevor man die 3000er Reihe drauf betreiben kann. Ich habe es hier auch rausgesucht. Hier ist es auch schon bei Mindfactory. Es ist ein Mini-ATX. Ja. Ja, nicht ganz so mini, es ist so ein Mittelding. Aber es hat halt nicht so viele Anschlussmöglichkeiten. Ihr seht es auch hier hinten. Ihr habt jetzt viermal USB 3.1 oder 3.0, was auch immer das sein soll. Hier sind nochmal diese ganzen Anschlüsse dafür, falls ihr einen Prozessor verbaut mit einem G hinten dran, der eine integrierte Grafikeinheit hat. Machen die jetzt zum Glück nicht. Wobei das vom Preis her wahrscheinlich auch selber rausgekommen wäre. Also zweimal USB 2.0, dann ganz normal Mikrofon, Lautsprecher, Line-In und Netzwerk und sogar noch ein USB-C. Das ist ganz nett. Es gibt zum Beispiel die Logitech Streamcam. Die hat einen USB-C-Anschluss. Fragt mich nicht warum, aber dann habt ihr zumindest die Möglichkeit, sowas dann anzuschließen. Packen wir in den Warenkorb, kostet 69,81 Euro. So, Gehäuse haben wir, Mainboard haben wir, Prozessor haben wir. Festplatte, das ist ganz nice eigentlich. Das ist eine M.2 PCI Express 3.0 Vierfach. 500 GB von Western Digital, die Blue. Haben sie genau hier aufgeschlüsselt, ist keine schlechte SSD. Wir haben hier 2400 Megabyte Lesegeschwindigkeit. Wir sind, wenn wir eine Samsung nehmen würden, schon bei 5000. Und es gibt noch einen anderen Hersteller, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der kann sogar schon 7000 Megabyte die Sekunde. Ihr werdet es beim Spielen wahrscheinlich nicht merken. Ich kenne jetzt keine Spiele, die 2,4 GB die Sekunde reinladen. Hier haben wir es auch schon. Auch bei Mindfactory 57 Euro kommt in Warenkorb. Jetzt kommen wir zum Prozessorkühler. Das ist ein Alpenföhn Silent S1 oder SI. Der kostet, glaube ich, 15 Euro oder 16 Euro, sowas um den Dreh. AMD liefert bei dem Ryzen 5 3500X normalerweise einen Stocklüfter mit, das würde aber 20 Euro mehr kosten. Deswegen die 5 Euro sparen sie sich dann nochmal und knallen euch so einen Alpenföhn da rein. Der ist nicht schlecht, er macht seinen Job. Der Ryzen, der hat 65 Watt TDP, ich glaube der Silent SE, auch wenn hier 95 Watt steht, der kann sie, glaube ich, sogar 120 Watt.
Es reicht für diesen Prozessor aus. Solltet ihr aber mal irgendwann aufrüsten, wird es dann vielleicht doch nochmal eng. Also es wird auf jeden Fall warm in der Kiste. Direkt den Alpenföhn, den sie da verbaut haben, finde ich bei Mindfactory noch nicht mal mehr. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Wir nehmen jetzt einfach mal den Panorama Top Blow Kühler. Der kostet 19,71 €. Also von der Preislage her auch schon etwas besser. Netzteil. 600 Watt Be Quiet System Power B9. Habe ich schon öfters verbaut. Kann man nichts gegen sagen. 600 Watt ist angemessen für dieses System. Be Quiet ist ein guter Hersteller, finde ich. Ich habe jetzt persönlich ein Edamax Netzteil in meinem Gehäuse drin, aber Be Quiet kann man nichts mit falsch machen. Ist natürlich nicht modular, ist aber jetzt auch nicht so wichtig bei diesem System. Und das Teil kostet 55 €. Man hätte natürlich auch noch eins mit Silber oder Gold nehmen können, nur dann steigen die Preise ins Unermessliche, dann bezahlt man schon dreistellig und deswegen ist das eigentlich schon angemessen. Würde ich auch nicht anders verbauen. Arbeitsspeicher. Das war das, wovon ich eben gesprochen habe. Weil auf dem Bild sieht man auf jeden Fall einen Corsair RGB Pro. Das hier ist ein 16 GB DDR4 G-Skill AEGIS DIMM-Kit, 2x8 GB. Die G-Skill AEGIS werde ich nie wieder in meinem Leben verbauen, weil ich die schon zweimal bestellt habe und zweimal war einer der Riegel defekt. Ich halte von denen nichts. Es ist vor allen Dingen auch nur ein 3000 MHz Arbeitsspeicher. Und warum ich das jetzt sage, ist einfach, der Ryzen 5 3500X unterstützt 3200 MHz. Das heißt, ihr habt ungenutzte Leistung da drin. Ich weiß nicht, ob man den auf 3200 MHz übertaktet bekommt. Gehe nicht davon aus. Aber hier oben steht es auch nochmal: The 3500X supports up to 128 Gigabit auf Dual Channel DDR4 3200 Memory. Schade, dass sie nur 3000 verbauen. Und RGB-Beleuchtung fehlt natürlich auch. Hier haben wir ihn auch schon auf Mindfactory. Der wird auch ziemlich oft gekauft. Ich weiß auch nicht, warum der so gute Bewertungen hat. Ich habe den zweimal bestellt, zweimal war er defekt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich was falsch gemacht, glaube ich aber nicht, weil alle anderen, die ich verbaut habe, waren nicht defekt. Aber den packen wir so in den Warenkorb, 65 € und rein damit. Software. Bulgart Internet Security. Das Thema haben wir schon so ausgelutscht. Ständig installieren die irgendwelche Software mit. Das hat zum Glück eine Lizenzdauer von einem Jahr und Lizenztyp 3 PCs. Das ist in Ordnung. Ich finde, man braucht keine Antivirensoftware mehr. Nur dadurch wird das ganze System natürlich wieder billiger. Ihr denkt, oh cool, ich krieg was geschenkt. Nein. Die kriegen Kohle dafür, dass sie die Software vorinstallieren, in der Hoffnung, dass jemand verpennt, nach einem Jahr das Abo zu kündigen und dann muss er zahlen. Und ich glaube, bei Bulgart kostet so eine Jahreslizenz um die 70 €. Würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Ihr könnt natürlich nachschauen. Ich habe da jetzt keine Lust zu, weil es ist immer dieselbe Sch**, die sie einem da reinknallen. Muss nicht sein. Betriebssystem Windows 10 Home 64-Bit Standard. Schade, dass sie nicht Pro genommen haben. Bei dem letzten Netto-PC hatten wir Pro. Hat den PC aber auch nicht besser gemacht. Garantie, 36 Monate Herstellergarantie plus Pickup and Return Service und Paket-PC. Ist schon in Ordnung. Finde ich gut. Pickup and Return, ich weiß nicht. Ich schätze mal, ihr müsst es schon zur Post bringen. Ich glaube nicht, dass da jemand bei euch klingelt und das abholt, aber wenn es so ist, ist fein. 36 Monate ist auf jeden Fall schon mal mehr als die 24 Monate, die man normalerweise hat. Ist in Ordnung. Grafikkarte. Da wird es jetzt natürlich im Moment ein bisschen schwierig. Das ist die 8 GB AMD Radeon RX 5700 XT XFX Sig 3 Ultra. Ich habe eine ähnliche bei mir in dem System. Die Grafikkarte ist nicht schlecht. Aber auch eben schon am Anfang erwähnt, der Bottleneck ist auf jeden Fall der Prozessor. Und aktuell ist einfach das Problem, man bekommt diese Grafikkarten halt kaum noch zu vernünftigen Preisen. Ich kann es euch jetzt gerne mal zeigen. Also bei Mindfactory gibt es die auf jeden Fall schon mal nicht. Wir müssen das hinterher draufrechnen. So, hier haben wir es auch schon. Ist genau die sie auch angegeben haben. Ihr seht hier schon an der Leistungskurve, beziehungsweise an der Preiskurve, wie teuer die Dinger geworden sind. Was die für Preissprünge machen, das ist nicht mehr normal. Gehe ich mal auf die letzten 6 Monate. Schaut euch das mal an. Das ist der Hammer. Also man hat sie mal gekriegt für um die 400 €. Hier war sie mal für 379 drin und so weiter. Und jetzt im Moment explodieren die Preise, weil die Chip-Hersteller nicht hinterherkommen. AMD produziert für die Xbox, AMD produziert für die PlayStation und AMD produziert die neuen Prozessoren und die Grafikkarten. Und dann haben wir noch Corona. So, da könnt ihr euch vorstellen, was da gerade los ist bei denen in der Industrie. Diese 839, die braucht ihr nicht zu nehmen. Ich hatte gestern geschaut, die pendelt sich so bei ca. 500 € hier unten ein. Ja, deswegen, wir rechnen ungefähr, sage ich jetzt mal, sind wir mal nett, wir sagen 520 rechnen wir oben drauf gleich auf dem PC, weil wie gesagt, bei Mindfactory habe ich sie nicht gefunden. Und dann schauen wir mal weiter. Inklusive Spielegutschein War Thunder 50 € Premium-Paket. Das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, dass die Kohle dafür kriegen, dass War Thunder auf dem System eventuell sogar schon vorinstalliert ist, das weiß ich nicht. Aber die gehen natürlich davon aus, dass wenn man in dem Spiel so ein bisschen gepackt wird, dass man doch ein bisschen mehr Kohle reinschießt und darauf baut auch der Spielehersteller und deswegen wird das System ein bisschen günstiger. So, und da wären wir auch schon. Das ist der Warenkorb. Hier haben wir einmal das Gehäuse, die SSD, den Prozessor, den Lüfter,
der angemessen für den Prozessor ist, sogar teurer ist als der, den sie angegeben haben. 600 Watt Big 5 System Power B9, das gibt's halt ständig, das findet ihr überall, dieses Netzteil. 16 GB G-Skiller Aegis RAM, den ich niemals mehr wieder verbauen werde. Und das ASRock B450M Pro 4. Kommen wir auf einen Gesamtpreis von 489,21 €. Jetzt müsst ihr noch die 520 € draufrechnen für die Grafikkarte, weil die aktuell so teuer ist. Ihr habt sie auch mal für 400 gekriegt. Dann kommen wir auf glatt 1.000, 1.010 €. Das System soll kosten 1.350 €. Und ich sage jetzt wieder denselben Satz. Ihr müsst jetzt noch natürlich bei dem einen den Zusammenbau dabei rechnen, das Windows dabei rechnen und den Versand dabei rechnen. Kommt ihr auf bummelig, sage ich jetzt wirklich mal 1.050 €. Vielleicht 1.100. Weil wenn sich jetzt wirklich ein Spezialist daran setzt, der einen Stundenlohn von, sage ich mal, 60 € hat, das war früher bei mir der Fall, wo ich das Gewerbe hatte, dann sitze ich so eine Stunde an so einem System, dann ist das fertig. Windows installieren ist mittlerweile auch, glaubst du, wie gesprungen. Das dauert 10 Minuten. USB-Stick rein, hochfahren, läuft. Also machen die immer noch an diesem System 250 € Reingewinn. Und es ist halt so, wir reden hier wieder über Endkundenpreise, ne? Wir haben hier den Warenkorb. Das sind alles Endkundenpreise. Wenn One.de bei G-Skill anklopft und sagt, wir hätten gerne mal 1.000 RAM-Module, dann kriegen die natürlich andere Preise, als wenn wir hier zwei Stück kaufen. Ne? Ist ja ganz klar. Ich schätze mal, wenn wir jetzt 65 € bezahlen, dann werden die vielleicht, ja, 55 bezahlen bei der Abnahmemenge, vielleicht sogar nur 50 €. Ich habe jetzt auch schon Zeiten gesehen, wo dieser RAM für unter 50 € zu kaufen war. Jetzt ist es natürlich wieder ein bisschen eng mit den Chip-Herstellern und so. Aber 16 GB RAM für 50 € ist keine Seltenheit, selbst im Endkundensegment. Und ich finde das einfach nur dreist. Vor allen Dingen dieser Prozessor. Ist es ein Ryzen? Ja, es ist ein 3500X. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass der existiert. Bei mir hat der Ryzen bei 3600 angefangen. Weil alles darunter war für mich nicht leistungsstark genug für eine Gaming-Kiste. Für einen Office-Rechner ist das top. Oder ein bisschen Bildbearbeitung oder so. Das kann man alles mit dem noch machen. Aber zum Zocken wird es echt dann. Ihr werdet es merken. Es gibt sehr prozessorlastige Spiele. Zählt unter anderem auch PUBG oder Dead by Daylight oder Watch Dogs, Legion. Die sind sehr prozessorlastig und da wird der schon nicht mehr hinterherkommen. Ist natürlich schade, wenn so eine gute Grafikkarte da drin ist. Die spiele ich ja auch selber und ich habe durchgehend. In Overwatch habe ich 144 FPS, weil ich es begrenzt habe wegen meinem Monitor. Normalerweise habe ich 200. Grafikkarte ist super, aber der Prozessor, der taugt nicht. Und der RAM sowieso nicht. Außerdem ist er unterdimensioniert mit seinen 3000 MHz. Ja. Und was ich noch sagen wollte, ich habe ja schon mal gesagt, bei One.de habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe da früher auch mal, glaube ich, zwei Fertigsysteme gekauft, wo ich noch nicht so viel Ahnung davon hatte. Und wo ich mir das dann alles so angeeignet habe, mir die Systeme nochmal genau angeschaut habe, das war nur Mist. Die hatten unter anderem die Konterscheibe von dem CD-ROM-Laufwerk, was früher noch drin war, hatten sie die Konterscheibe oben drauf gelegt, anstatt sie reinzudrücken und den Aufkleber drauf zu machen. CD reingelegt, pff, kaputt. Also solche Sachen, auch der RAM war schon mal defekt bei denen. Ach Mann. Aber gut, das wäre es zu diesem System. Ich wollte eigentlich ein anderes System machen. Ich hatte bei Google hatte ich Gaming-PCs eingegeben und dann lachte mich sofort einer so an und dann habe ich mir den angeguckt und dachte mir, ey, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja super bei dem. Eigentlich wollte ich den bringen, aber ich hatte ja im letzten Video gesagt, ich möchte gerne etwas über One.de machen und ja, so ist es halt. Ich kann euch aber gerne nochmal zeigen. Und zwar bin ich dann hier bei agando-shop.de gelandet. Ich kannte diesen Hersteller gar nicht, beziehungsweise diesen Anbieter. Und ich hatte mir die ganze Config hier mal angeguckt und ich hatte sie auch mal zusammengestellt bei Mindfactory. Und ich komme an diesen Preis nicht ran. Muss ich so sagen, bei den aktuellen Preisen, was die Grafikkarten und so weiter angeht, komme ich an diesen Preis nicht ran. Keine Chance. Schade ist natürlich auch hier wieder, die haben einen Ryzen 7 3700X, das ist angemessen, das ist eine gute Kiste. Aber wieder nur 3000er RAM. Es macht für euch vielleicht keinen Unterschied, aber 3200 verträgt er auf jeden Fall. Eventuell sogar 3600 MHz. Aber ansonsten ist dieses System ziemlich gut. Und ihr könnt hier unten das auch noch verändern. Ich werde jetzt nicht von Agando oder so gesponsert. Nicht, dass da jetzt jemand kommt, oh, du hast bestimmt einen Partner. Nein, habe ich nicht. Ich habe bei Google Gaming PC eingegeben, habe gesehen, Agando. Habe da drauf geklickt, guck mir so die Daten durch, habe die Preise ja ungefähr im Kopf und denke mir, warte mal, ist gar nicht mal so schlecht. 1050 wäre ein bisschen viel gewesen, hätte ich dann auch gesagt. Aber 900 € mit Windows 10 Professional, eine 500 GB NVMe, eine RTX 2060, gut, das ist keine 2060 Super.
Die ist schon ein bisschen älter, aber ist immer noch besser als die bisherigen Systeme, die wir uns so angeguckt haben. Also muss ich wirklich sagen, wenn jemand eine Empfehlung will, wenn er aktuell jetzt sich einen PC kaufen möchte und es ist im Moment zu teuer, sich das alles einzeln zusammenzustellen, dann kauft den. Irgendjemand hatte mich gefragt, ey, kannst du mir nicht einen empfehlen, weil wir sie zusammenstellen, bis die Preise wieder normal sind, dauert es mir zu lange. AMD hat auch gesagt, das wird noch bis zum Sommer dauern, bis die überhaupt wieder hinterherkommen mit den Chips und dass die Preise sich wieder normalisieren. Bei Nvidia sieht es, glaube ich, ähnlich aus. Und dann habe ich konnte ihm halt nichts sagen, dann habe ich den gefunden. Und den finde ich gut. Den unterschreibe ich euch so. Könnt ihr so kaufen. Ich habe keine Erfahrung mit diesem Hersteller. Ich weiß nicht, wie der Service ist, aber die Kiste ist super. Eventuell machen wir dann auch nächstes Mal ein Video über Agando. Müssen wir mal schauen. Die haben ja hier einiges an Systemen, hier Allround, Multimedia, Business, CAD, Videoschnitt, Gaming. Da gucken wir uns das mal an. Aber wenn ihr jetzt wirklich gerade mit Stream und so weiter beginnen wollt und ihr wollt einen vernünftigen PC, dann nehmt den. Preis-Leistung ist in Ordnung. Kann ich so unterschreiben. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Dankeschön fürs Zuschauen, lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Könnt auch gerne wieder kommentieren. Ich freue mich über eure Kommentare. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder beim neuen Video. Auf Wiedersehen.